So, hallo Freunde, ich bin's, Micha, Outdoor-Aktiv. Bin mal wieder unterwegs und befinde mich hier am Römerkastell Saalburg, nähe Bad Homburg. Werde ich mir mal kurz anschauen und mir einen Überblick verschaffen. Und da geht's gleich nach dem Eingang dann hier mal los. Hier sieht man jetzt eine Unterflurheizung. Die dann hier jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen rekonstruiert ist. Ja, okay, und wenn ihr Lust habt, dann kommt ihr einfach mal mit. Ich werde euch mal ein bisschen was zeigen. Ich kenne es ja selbst noch nicht. Und dann schauen wir gemeinsam. Auf geht's. Hier stehen also ein paar restliche Grundmauern, die noch nicht restauriert sind. So, das war also das Badezimmer hier. Ja, hier befinden sich noch so ein paar Wälle vor der ganzen Schutzmauer. Hier so eine Wallanlage noch davor. Werden sie immer noch so gebaut. Hat sich wohl bewährt. Tja, kann man so Events buchen hier. Hier wird Speer geworfen. Und da gibt es wohl jo, Pfeile schießen, das Bogenschießen. Und ein weiteres Tor, von dem es ja hier vier gibt, mit dem Haupteingang vorne. Tja, der Stein, richtig eingewachsen hier. Bin ich dann mal einmal außen rum gelaufen und innen drin so zur Hälfte oder zwei Drittel. Jetzt geht es noch die Richtung dann mal kurz. Da sind in der Mitte noch ein paar Gebäude.
Und schauen wir es auch noch mal kurz an. Gut, haben wir auch sowas mal gesehen. Schauen wir mal, was haben wir hier. Oh, da bestimmt auch ein Öfen, oder nicht? So, hier wachsen da irgendwelche wilden Pilze auf der Wiese. Sieht ja aus, wie das die Reitstelle gewesen wären, aber die Stelle für die Pferde. Ja, das war nicht der Pferdestall, sondern eine Mannschaftsstube. Ich weiß nicht, was ihr sehen kann. Na Freunde, das war's. Ich bin einmal rund. Haben wir uns auch mal die Saalburg angeguckt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. War mal ganz interessant zu sehen. Ja, und wenn es euch auch gefallen hat, dann gebt mir gerne mal einen Daumen hoch und kommt bei mir und genießt eure Zeit. Ja, die Krachmacher sind unterwegs hier, die Kollegen mit der Motorsense.